Wenn du noch so krank bist, die bringt dich wieder auf Vordermann, hat meine Großmutter immer gesagt. Hühnersuppe ist das Thema, und zwar eine richtig gute Hühnersuppe. Wie wir die Hühnerbrühe mit dem Suppenhühnchen kochen, haben wir euch schon gezeigt. Das ist da oben eingeblendet. Thema Hühnerbrühe. Und jetzt wollen wir aus der Hühnerbrühe mit diesem kleinen Gummiadler hier, wollen wir mal eine schöne Hühnersuppe kochen. Dazu müssen wir dieses Hühnchen auseinanderbauen. Womit wir anfangen, wir nehmen erstmal die Keule von der Brust ab. Da haben wir dann hier so eine kleine Faite, die schneiden wir an. Und schau mal, wie schön das da geliert ist, weil natürlich habe ich das Suppenhühnchen jetzt kalt gestellt. Auf beiden Seiten einmal so ein bisschen anschneiden. Und jetzt kann man einfach die Keulen so nehmen und einfach überdehnen. Und wenn man genau hinschaut, dann rutscht jetzt hier das Gelenk aus der Schale heraus. Und wenn wir das so überdehnt haben, geht der Rest schon fast von alleine. Keule Nummer 1. Auf der anderen Seite genauso. Noch einmal einfach überdehnen. Und dann kann man das hier schon fast mit den Händen so herunternehmen. Da haben wir schon mal die beiden Keulen weg. Die beiden Flügelknochen, die werden auch nach hinten nur weggedreht. Dann hat man sie auch in der Hand. Was bleibt, ist die reine Brust auf dem Knochen. Links und rechts den Schnitt. Und jetzt kann man im Prinzip schon die Hähnchenbrust, schaut mal, das geht schon fast von alleine, kann man die hier einfach so abheben. Dann schneidet man hier und unten nochmal durchs Gelenk. Und schaut mal, so einfach hat man hier die Hähnchenbrust schon herausgelöst. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Hier vorne den Schnitt, hier einmal runter und dann einfach mit dem Messer auf dem Brustbein einfach so zur Seite klappen. Das geht ganz, ganz prima. Hier unten einmal durchschneiden. Schaut mal, das ist die Karkasse. Hier ist natürlich noch einiges dran für unsere Suppe. Das kann man natürlich alles wunderbar herunterpulen. Das machen wir auch. Das wird nicht weggeschmissen. Das wäre ein Jammer. Was mich dabei stört, ist diese Haut hier oben drauf. Weil eine knusprige Hähnchenhaut, wenn sie aus dem Ofen kommt, die ist natürlich super lecker. Aber für einen Hühnersuppeneintopf möchte ich diese Wappelhaut hier einfach nicht in meinem Essen haben. Die tun wir an die Seite. Jetzt haben wir schneeweißes Hähnchenbrustfleisch. Bei den Keulen geht es eigentlich genauso. Dann nehme ich ein großes Messer und schneide praktisch hier, muss man sich vorstellen, an dieser Stelle ist ja in etwa das Kniegelenk, wenn man sich das mal so vorstellen mag. Ich nehme mein Messer und schneide praktisch genau da durch. Wenn ihr genau hingehört habt, habt ihr festgestellt, da ist kein Knacken und da ist kein Knirschen, weil ich genau durch das Gelenk durchschneide. Zeige ich das nochmal. Da ungefähr ist das Gelenk. Ich nehme die Keule von der anderen Seite, suche mit dem Punkt und gehe einfach mit dem Messer einmal durch, genau durchs Gelenk. Jetzt eine gute Möglichkeit, die Haut wieder runterzunehmen. Das geht jetzt super, super einfach. Schaut mal, und hier dieses wunderbare Gelee da unten drin. Absolutes gutes Zeichen für eine gute Brühe. Ich empfehle jetzt, dieses Hähnchenfleisch nicht zu klein zu schneiden, weil wenn ihr es nachher im Topf habt, ihr müsst damit rechnen, dass es ja doch immer noch ein bisschen auseinanderfällt. Und wenn ihr das zu klein geschnitten habt, dann habt ihr nachher nur noch Krümelkram. Deswegen schneidet bitte größere Stücke. Klein wird es von alleine. In etwa so. Hier haben wir jetzt unser Suppengemüse. Das ist ja die Einlage gewesen von unserer Hühnerbrühe. Das haben wir euch dort ja erklärt. Und dieses Gemüse wird jetzt hier mit diesem Buntmesser einfach in ansehnliche Stücke geschnitten. Das geht natürlich beim Lauch überhaupt gar nicht. Den kannst du nicht mit so einem Buntmesser schneiden. Aber hier können wir ja einfach unser großes Messer nehmen und das in gefällige, gleichmäßige Stücke schneiden. Sellerie, den haben wir ja hier. Da empfiehlt es sich wieder mit dem Buntmesser zu schneiden. Ich halbiere ihn immer. Und dann schneide ich ihn in solche Stücke. Unsere Hühnerbrühe ist heiß. Wir geben noch eine ganz kleine Prise Muskatnuss hinzu. Ich liebe es, wenn eine frische Brühe immer noch so eine kleine Muskatnussnote hat. Da reicht wirklich nur so ein ganz klein bisschen. Und dann haben wir jetzt hier, ich drehe das mal ein bisschen kleiner, damit das nicht so sprudeln kocht, alles vorbereitet für unseren Hühnersuppeneintopf. Und das geben wir jetzt einfach nur in unsere Suppe hinein und lassen das jetzt noch einmal, dass das wieder warm wird. Jetzt füllen wir das Ganze in eine Terrine oder in einen tiefen Teller, ganz wie ihr wollt. Unser Hähnchenfleisch, das ganze Gemüse kommt dazu. Und dann brauchen wir jetzt nur noch unsere Brühe da oben drüber gießen. Und ich denke, da haben wir eine Hühnersuppe. Lecker, hoffe ich. Heiß ist er. Ich
glaube, ich bin auch krank. Du bist auch krank? Das ist meine Suppe. Oh, ist die lecker. Ist die lecker, ehrlich. Und es ist so einfach. Und es ist so günstig. Liebe Leute, so ein Eintopf hat wirklich was. Ich bin der Kalle. Carmen. Nein, meiner. Schaut euch vielleicht mal Hühnerfrikassee mal an. Machen wir ja jetzt auch. Und wir haben euch furchtbar lieb. Ne, Carmen? Ist doch so. Also, Daumen hoch für uns, wenn euch das gefallen hat. Ein kleines Abo wäre auch toll. Wir sind wieder bei euch. Wir haben euch lieb. Auf Wiedersehen. Tschüss.